Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie ganz herzlich im Namen der Naturwissenschaftlichen Gesellschaft Winterthur. Mein Name ist Patrick Heschle, ich bin im Vorstand der NGW. Unseren heutigen Referenten muss ich kaum vorstellen. Bekannt aus Funk und Fernsehen, pflegte man zu sagen. Bekannt für Regen und Sturm. Thomas Bucheli kommuniziert das Wetter für das Schweizer Radio und Fernsehen, SRF Meteo. Die Schulen besucht er im Luzernischen. Das Wetterhandwerk lernt er an der ETH, wo er Meteorologie, Klimatologie und Atmosphärenphysik studiert. Danach prognostiziert er für 6 Jahre beim Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie, Meteo Suisse, und 1 Jahr lang für den privaten Anbieter Meteo Media. Bereits während dieser Zeit tritt er bei der Sendung Meteo am Fernsehen auf. Aus Meteo wird 1995 SRF Meteo und Thomas Bucheli übernimmt die Leitung dieser Sendung. Zusammen mit seinem Team meistert er den Spagat aus komplizierten Abläufen in der Atmosphäre, das Wanderwetter vom nächsten Sonntag vorherzusagen. Herr Bucheli, wie machen Sie das? Ja. Herzlichen Dank, Herr Eschle. Vor allem für diese tolle Kritik an unserer Prognosequalität. Wobei Sie haben, glaube ich, gar nicht viel darüber gesprochen. Zunächst mal, ich freue mich sehr, hier sein zu dürfen heute Abend. Ich durfte vorgängig ein sehr opulentes Nachtessen einnehmen. Deshalb muss ich jetzt wieder etwas in Bewegung kommen. Bitte um Nachsicht. Und ich freue mich natürlich vor allem, da ein paar bekannte Gesichter zu sehen. Auch zusätzlich selbstverständlich Peter Lippuner, so quasi mein Mentor seinerzeit beim Schweizer Fernsehen. Und dann Alex Rubli, mein ehemaliger Mitstreiter und Kollege. Und es ist schön, dass wir uns wieder sehen, Alex. Ich habe ihm vorhin gesagt, wir sehen uns alle 10 Jahre ungefähr, statistisch betrachtet, und sagen dann immer, ja, wir rufen mal an und gehen für ein Glas Wein oder so. Wir haben das heute jetzt bereits wieder bekräftigt, gell, wenn wir machen. Wetter. Wetter ist ja schon etwas Wichtiges. Und deshalb nehme ich das auch jetzt gerne als Anlass für diesen heutigen Abend. Mit dem Titel Wetterprognose am Fernsehen, Show oder Wissenschaft. Wir machen Prognosen, aber wir sind ja nicht die einzige Branche, die Prognosen macht. Und ich möchte Sie daher mit dieser kleinen Animation hier anregen, zu überlegen, ob Sie sich auch bei dieser Art von Prognosen fragen, ist das Show oder ist das Wissenschaft? Will damit sagen, das, was ich jetzt im Folgenden erzähle, gilt im Prinzip für ganz viele verschiedene Arten von Prognosen. Es gibt zum Teil auch Ähnlichkeiten, es gibt zum Teil aber natürlich auch sehr große Unterschiede. Und vielleicht können Sie da zwischendurch mal reflektieren und überlegen, ob Sie der anderen Prognose mehr oder vielleicht halt doch weniger Glauben schenken als den Wetterprognosen. Zunächst möchte ich aber natürlich ein lieben Gruß vom SRF Meteo Team Ihnen schicken. Sie sehen hier die Namen und hier kommen die Gesichter. Mit einer Ausnahme, auf die ich noch zu sprechen komme, sind wir alles Naturwissenschaftlerinnen und Naturwissenschaftler. Und ich stoppe hier bei Simon Eschle, weil er ist der Jüngste im Team. Nicht mehr der Amtsjüngste, aber der Jüngste von Alter her. Und ich möchte einfach anhand von ihm zeigen, was wir im Prinzip alles machen. Also wir sind tatsächlich in Personalunion für verschiedene Funktionen zuständig. Wir sind einerseits natürlich mal primär Meteorologinnen und Meteorologen, machen also die Prognosen, Analysen, erarbeiten da die Grundlagen für eben auch dann die Wetterprognosen daraus abzuleiten. Dann sind wir Redakteure, wir schreiben, wir texten, wir formulieren
alle diese Sachen. Wir sind Grafikerinnen und Grafiker. Alles, was von uns in irgendeiner Weise veröffentlicht wird in Sachen Grafik, machen wir alles selber. Von Grund auf. Wir sind auch unsere eigenen Produzenten, weil es gibt niemand, der dann noch schaut, ob wir das tatsächlich jetzt richtig machen würden oder ob der Text stimmt, ob das gut formuliert ist, sondern das sind wir eigenständig dafür verantwortlich, jeder und jede im Prinzip für sich. Dann natürlich Moderatoren am Radio, im Fernsehen, also das, was wir erarbeiten, dürfen wir auch gerade selber Ihnen mitteilen. Und das ist natürlich auch eine spezifische Aufgabe und ich würde es noch behaupten, wir sind auch noch Techniker. Und zwar, weil wir mit diesen sehr komplexen Systemen arbeiten müssen. Die müssen laufen, wir müssen zu einer bestimmten Zeit ein bestimmtes Produkt in der bestimmten Art aussenden. Das darf nicht sein, dass es nicht weggeht. Und selbstverständlich gibt es technische Probleme immer mal wieder. Und da müssen wir eben flexibel sein und schauen, dass wir irgendwie einen Notnagel finden. Und tatsächlich hat es bis anhin eigentlich noch nie irgendwelche Ausfälle gegeben in unseren Produkten. Und das verdanke ich nicht zuletzt natürlich in unserem Team und eben auch im Simon Eschle, unserem Jüngsten. Wir arbeiten für Radio und TV, Internet, App, Twitter, Instagram, Social Media, sind natürlich sehr stark auch engagiert, ad hoc für News-Sendungen, wenn wettermäßig irgendwas läuft. Und hier noch grün eingezeichnet, wir sind auch unsere eigenen Programmierer, IT-Spezialisten, wo Tools entwickeln, wo die Datentransfers eben koordinieren, beziehungsweise eben die entsprechenden Programme schreiben, dass das funktioniert. Also wir sind sozusagen eine ziemlich autonome Gesellschaft, die eben für Sie da ist. Und zwar arbeiten wir täglich in 5 Schichten, von morgens 3 bis abends 10 Uhr im Büro, haben 2-mal pro Tag innerhalb der Schichten eine sogenannte Wetterbesprechung, wo wir uns also wirklich aktiv miteinander, zum Teil engagiert, nicht streiten, aber hart diskutieren, ob tatsächlich dieses oder jenes Modell etc. Und dann einigen wir uns und entsprechend gehen wir dann wieder in unsere Kabäuschen und dann wird wieder produziert für die entsprechenden Kanäle. Und wenn es dann eben halt auch nachts Schrub zu und her geht, sind wir selbstverständlich auch nachts im Einsatz. Wir sind eine eigenständige Redaktion innerhalb der Abteilung Information vom Schweizer Radio und Fernsehen. Und ich sage das dezidiert, damit Sie eben nicht das Gefühl haben, wir gehören zur Unterhaltung. Unten rechts haben wir noch Sandra Bohner. Sie ist die einzige Nicht-Meteorologin, aber eben, sie hat ganz viele spezielle Qualitäten und manchmal würde ich immer sagen, ist es auch gar nicht so schlecht, wenn eine nicht-naturwissenschaftliche Person auch noch mit dabei ist, weil da wird der Horizont vielleicht manchmal noch etwas geöffnet mit Sachen, auf die wir gar nicht gekommen wären, ganz alleine. Und ganz unterst rechts ist Claudia Hürlimann. Sie ist Leiterin Backoffice und sie hat die undankbare Aufgabe, die Schichtpläne zu machen. Und Sie können sich vorstellen, das ist ziemlich heikel, weil das Problem, oder auch wir unterliegen den GAF-Bestimmungen, wenn jemand Spätdienst hat, darf er keine Frühschicht machen und so weiter. Und das gibt halt manchmal auch Diskussionen. Aber sie macht das fantastisch. Das also das Team von SRF Medio, 15 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, insgesamt 12,5 Vollzeitstellen, die wir da haben bei uns. Das Wetter ist natürlich für ganz, ganz viele Branchen elementar. Und entsprechend auch die Wetterprognosen. Da nur ein paar Beispiele, die wir ja zum Teil auch beliefern als externe Kunden. Wir bieten also unsere Dienstleistungen auch Interessentinnen und Interessenten an. Und entsprechend, falls Sie vielleicht Bedarf haben, melden Sie sich bei mir. Ich mache Ihnen gerne eine Offerte. Selbstverständlich möchte ich Sie aber primär ansprechen, natürlich als unser Publikum, als unsere Zuschauerinnen und Zuschauer, Zuhörerinnen und Zuhörer und auch Leserinnen und Leser von unseren Produkten, die wir da tagtäglich erstellen. Eine wirklich große Anzahl von Produkten rund um die Uhr. Und das, was ich Ihnen eben jetzt versuche zu erzählen, das hoffe ich, dass Sie das eben auch aus den Augen des Publikums betrachten. Ich denke, es ist vorausgesetzt, dass Sie natürlich tagtäglich
mindestens einmal, wenn nicht mehrmals, unsere Produkte auch konsumieren. Das hoffe ich. Sie werden sich dann jeweils ein Bild machen, was hat er gesagt, kann ich jetzt planen, vielleicht hat die Gesellschaft mal wieder einen Ausflug und sie hören mir zu am Abend und sagen dann, ja, wir gehen. Und dann kommt vielleicht dann irgendwann die Ernüchterung, wo sie dann vielleicht sagen, hat wieder mal etwas daneben getippt. Kann passieren. Und weshalb das passiert, möchte ich Ihnen natürlich erzählen. Vorerst aber einfach vielleicht auch noch eine kleine philosophische Erinnerung. Wir Menschen haben ja sehr gerne möglichst einfache kausale Beziehungen. Wenn, dann. Auch heute wieder gesehen, als ich vom Büro hierher gefahren bin mit dem Auto, gibt's Leute, wenn ich im Stau stehe, dann hupe ich und dann fahrt er vorder. So einfach wollen wir das Leben am liebsten, aber wir wissen, so einfach funktioniert es eben nicht. Und das ganz besonders nicht beim Wetter und übrigens auch nicht beim Klima. Das heißt, wir müssen uns immer überlegen, wenn wir so gewisse Zusammenhänge konstruieren, ist es einfach rein eine subjektive Einschätzung ohne irgendwelchen wissenschaftlichen Gehalt? Ist es vielleicht eine statistische Korrelation, aber ohne dass irgendwie ein physikalischer Zusammenhang besteht? Oder ist es tatsächlich eine begründbare wissenschaftliche Kausalität, die hinter irgendeinem Ereignis steckt, beziehungsweise eben hinter zwei Ereignissen oder eben hinter einer Fülle von Ereignissen und der entsprechenden Wirkung, die dann erzielt wird? Das ist etwas, was wir dauernd überlegen müssen und das gehört natürlich auch, wenn wir uns über Wetter und Wetterprognosen unterhalten. Und ich habe mir überlegt, wenn jemand Ihnen sagt, ich mache Prognosen, egal von welcher Branche, gehe ich davon aus, Sie haben ganz bestimmte Erwartungen an diese Person oder an diese Institution. Und ich habe hier einen 3-Punkte-Katalog mal gefunden, den ich eigentlich so als Inhaltsverzeichnis von meinem Referat ansehen möchte. Zunächst gehen Sie wahrscheinlich davon aus, wenn jemand sagt, ich bin Prognostiker, dass diese Person weiß, was sie zu tun hat. Sie hat das studiert. Sie verfügt über das Know-how, über die Erfahrung, über die Tools, über die Daten, über die Methodiken und arbeitet nach streng wissenschaftlichen Kriterien. Sicher der erste wichtige Punkt. Der zweite Punkt ist aber auch zusätzlich noch die Frage von der Kommunikation. Wie kann derjenige, der sagt, er macht Prognosen, mir diese Prognosen so bieten, dass ich auch tatsächlich etwas rausholen kann? In Bild, in Text oder wie auch immer. Und das ist eine ganz, ganz zentrale Frage, wo wir uns dauernd stellen müssen, weil wir ja eben abgesehen von einzelnen Kunden oder von spezifischen Kunden, wo wir ganz klar zugeschnittene Prognosen machen können, weil wir eben ja grundsätzlich für eine große Gemeinschaft Prognosen machen. Und auch hier im Saal, ich bin überzeugt, alle von Ihnen haben ganz spezifische Erwartungen, wie eigentlich Wetterprognosen aussehen sollten, was sie bieten, beinhalten sollten, wie man sie präsentieren oder ihnen zur Verfügung stellen sollte. Und das ist von mir aus gesehen eben auch noch ein Punkt, den wir noch etwas näher beleuchten müssen. Und der dritte Punkt ist natürlich letztendlich, wie gut sind wir eigentlich? Also die Qualitätskontrolle und das ist natürlich auch die Rechenschaft, die man ablegen muss. Jede und jeder, der Prognosen macht, muss ja letztendlich zeigen, ob die Methodiken, und da sind wir wieder beim Punkt 1, ob die auch tatsächlich sinnvoll ist oder ob man da schrauben muss. In Tat und Wahrheit ist natürlich ein Regelkreis, der laufend in Betrieb ist, weil alles sich immer wieder ändert, die Technologie, die Wissenschaftlichkeit, die Erwartungen des Publikums und natürlich dann auch wieder der Output. Und das ist ja eigentlich das, was uns auch immer wieder beschäftigt und uns auch eigentlich motiviert an unserer Arbeit. Nun, irgendwie widerstrebt es mir da, Wasser in den Rhein zu tragen. Ich weiß, Sie sind alles hochqualifizierte
Leute in Sachen Wetter und Naturwissenschaften generell. Und trotzdem versuche ich mal kurz einfach zu zeigen, was der Antrieb des Wetters ist. Es ist nämlich nichts anderes als die Sonne. Die beleuchtet unseren Globus, bringt Energie ins System, in die Atmosphäre und bringt da natürlich Wärme mit rein. Allerdings, aufgrund eben der Kugelgestalt der Erde, ist natürlich diese Einstrahlung unterschiedlich auf den Globus bezogen. Am meisten Energie kommt dort rein, wo die Sonnenstrahlen senkrecht auf die Erdoberfläche kommt, also in der Äquatorregion, in den Tropen, an den Polen, wo natürlich die Sonnenstrahlen sehr flach sind, wird dieselbe Energiemenge auf eine größere Fläche verteilt und entsprechend bleibt natürlich netto weniger übrig. Das ist aber nur in Theorie, denn wenn man das in Tat und Wahrheit anschaut, und hier sehen Sie eine etwas ältere klimatologische Betrachtung, zwar aus der Messperiode 1961 bis 90, wir befinden uns ja erst in der aktuellen Vergleichsnormperiode 1991 bis 2020. Im Prinzip wird ja alles, was wir in Sachen Vergleiche machen mit der Norm, wird eben auf die Messperiode 1991 bis 2020 bezogen. Aber diese Messperiode 61 bis 90 ist trotzdem noch eine relativ wichtige, relevante Messperiode. Und da nur eine kleine Klammer, falls Sie wieder mal irgendwas über das Klima lesen oder hören, gucken Sie nach, auf welche Referenzperiode sich das bezieht, weil das ist zum Teil recht wichtig, weil sich natürlich die Referenzwerte mit den Perioden auch ändern. Aber hier sehen wir jetzt ganz speziell, das Ganze ist nicht kugelsymmetrisch in Sachen Einstrahlung, wie wir das vorhin gesehen haben, sondern ist viel komplexer. Wenn wir so um den Äquator gehen, sehen wir Regionen, die haben eigentlich viel Einstrahlung und andere Regionen haben wenig Einstrahlung. Um es kurz zu machen, auf unserem Globus gibt es im Großen, im Kleinen und im Kleinsten und natürlich das auch auf die Zeit betrachtet, unterschiedliche energetische Zustände. Und selbstverständlich kann das System nicht zulassen, dass es Gebiete gibt, die sich laufend aufheizen und andere Gebiete, die sich weniger oder aufheizen oder sogar abkühlen. Nein, das System Erde-Atmosphäre ist eigentlich bestrebt und im Versuch, laufend dieses energetische Ungleichgewicht auszugleichen. Und dazu gibt es im Prinzip drei wesentliche Möglichkeiten. Die erste Art, wie Energie umgewälzt, transportiert, von A nach B gebracht wird, passiert über die Luftmassen. Haben wir es ja gestern Abend und heute wunderbar gesehen. Wir sind wieder mal in Kaltluft gekommen. Und wenn ich diese Grafik zeige, dann ist das eben etwas, das Sie sicher auch schon gesehen haben. Das ist nämlich eigentlich die erste Grafik, die erste Karte, die wir als Meteorologen anschauen, wenn wir uns über die Wetterentwicklung der nächsten Tage informieren wollen, und zwar die Temperatur- und Höhenverteilung des 500 Hektopascal-Niveaus, also in der mittleren Schichten der Atmosphäre. Kurz gesagt, unten sagen wir mal 1000 Hektopascal, in Tat und Wahrheit ist es rund 1013 im Mittel, dann kommt die Mitte 500 Hektopascal und irgendwann wird es dann null. Und wir haben hier also diese mittlere Atmosphärenschichten und Sie sehen, wir haben selbstverständlich, das ist übrigens für heute Abend, 19 Uhr, wir haben die Kaltluft im Norden, rot-violett eingezeichnet, wir haben Richtung Süden warmere Luft, aber irgendwo gibt es diese Grenze und die ist zum Teil sehr markant und vor allem was auffällt, wenn man das jetzt hier bei einem Standbild betrachtet, diese Luftmassen sind nicht stationär. Die bewegen sich dauernd. Die Kaltluft versucht nach Süden auszugreifen, die Warmluft versucht nach Norden zu stoßen. Und das führt natürlich dann unter Umständen zu stärkeren Temperaturgradienten, zu Zonen, wo eben dann viel mehr passiert als vielleicht in anderen Zonen. Und wir haben hier, Sie sehen das in der Mitte, in Winterthur, eben gerade Kaltluft, die jetzt über uns hinweggezogen ist in der Höhe. Und das auf der Rückseite der Kaltfront, die uns ja gestern Abend und in der Nacht auf heute erfasst hat. Und hinternach scheint jetzt da sich langsam wieder das Wärmeluft bemerkbar zu machen. Die wird dann im Laufe der kommenden Woche, anfangs der kommenden Woche, wieder bei uns Einfluss nehmen. Aber das ist natürlich nicht statisch. Das läuft natürlich alles in Raum und Zeit. Aber wichtig eben, die erste Art, wie Energie umgewälzt wird, um das energetische Ungleichgewicht auszugleichen, läuft über die Luftmassen. Dann haben wir natürlich eine analoge Entwicklung über den Meeren. Auch hier haben wir Warmluft
Warmwasserströme, Kaltwasserströme, Oberflächenströme, Tiefenwasserströme. Und die sind alle miteinander verbunden, sind aber zum Teil extrem komplex in sich selbst, wie eben das auch schon die Luftmasse ist. Und Sie sehen das hier am Beispiel vom Golfstrom, ein Warmwasserstrom, der ja von der Karibik bzw. von den tropischen Regionen quer über den Atlantik bis weit ins Nordpolarmeer hineinreicht und diese Region mit unglaublich viel Wärme und Energie versorgt. Und Sie sehen, das ist nicht einfach nur ein Strom, wie quasi eine Schiene verlegt wird, sondern hat zig Abzweigungen und Verwirbelungen. Und die interagieren natürlich ihrerseits auch wieder mit der Luft und umgekehrt. Und Sie merken, es wird schon langsam etwas komplexer. Das Wasser übrigens, das kühlt sich natürlich dann mehr und mehr ab, gibt Wärme ab an die Atmosphäre, an die Umgebung, wird dadurch immer dichter. Und weil es eben sehr salzreiches Wasser ist, das da von den Tropen herkommt, wird eben diese Dichte zusätzlich noch verstärkt. Kaltes und salzreiches Wasser ist dichter als warmes Süßwasser. Und entsprechend sinkt dann das Ganze irgendwann ab und geht dann als Tiefenwasserströmung wieder Richtung Tropen. Das ist also die zweite Art, wie Energie umgewälzt wird auf unserem Globus, im Bestreben, das energetische Ungleichgewicht im Großen, Kleinen und Kleinsten irgendwie auszugleichen. Eine ist diese Fußarbeit natürlich. Und die dritte Art basiert über die Phasenänderung des Wassers. Wassers haben wir in drei Aggregatzuständen, fest in Form von Eiskristallen in der Atmosphäre, Schneeflocken, Hagel und natürlich auch an der Erdoberfläche, flüssig in Form von Wolkentröpfchen, Nebeltröpfchen oder Regentropfen und natürlich als Flüssigwasser auf dem Boden. Und Wasser gibt es in Form von Wasserdampf, gasförmig. Und jede Änderung vom einen Zustand des Wassers, vom einen Phasenzustand in den anderen, braucht Energie und Wärme oder gibt Energie und Wärme ab. Sie kennen das. Wenn Sie jetzt heute Abend dann nach diesem Referat vielleicht noch ein Teli aufsetzen, dann haben Sie Flüssigwasser in einen Topf und erwärmen das Gesamt. Vielleicht vergessen Sie es dann, weil Sie noch nachträglich im Replay im Meteor schauen, kehren wieder zurück und dann ist dieser Topf leer. Jetzt haben Sie also mit Hilfe von Wärmeenergie, haben Sie aus diesem Flüssigwasser Wasserdampf gemacht. Jetzt können Sie diesen Wasserdampf nehmen, in irgendeine Ecke oder Höhe von dieser Erde, von der Atmosphäre gehen und dann den Umkehrprozess auslösen, also aus Wasserdampf wieder, sagen wir jetzt mal, Wassertröpfen machen, Flüssigwasser, dann wird die Energie, die Sie vorher hineingesteckt haben, wieder frei. Die Luft wird erwärmt. Und somit können wir zusammenfassend sagen, alles, was wir im Prinzip unter Wetter verstehen, ist eigentlich nichts anderes als sichtbares, fühlbares oder auch spürbares energetisches Umsetzen in der Atmosphäre. Wir können also das gesamte System eigentlich ansehen wie ein riesiges, unglaublich kompliziertes, dreidimensionales Räderwerk. Ich sage nicht Uhrwerk, weil eben nicht einfach das Ganze so tickt. Es ist ein Räderwerk oder sagen wir Impulsgeber. Und wir können uns jetzt vorstellen, das Ganze ist ja angetrieben von der Sonne. Wenn die Sonne nicht mehr ist, gibt es auch kein Wetter mehr. Wenn an irgendeinem Zahnrädchen oder Impulsgeber aus irgendeinem Grund irgendwie noch ein zusätzlicher Zwick kommt, das im Prinzip über zig Übersetzungen früher oder später in irgendeiner Weise das Wetter auch bei uns einen anderen Kurs nimmt, als es ohne diesen Impuls genommen hat. Aber nicht einfach wenn, dann. Weil auf dem Weg werden natürlich zusätzlich weitere Impulse wieder dazukommen, abschwächen und so weiter und so fort. Und das Ganze ist dann eben das Resultat vor Ort, wie es sich äußert. Und wir Meteorologen haben uns zur Aufgabe gemacht, dieses Impulswerk versuchen zu verstehen und sogar vorherzusagen,
wie es wirkt. Und das ist vielleicht doch nicht ganz so eine einfache Aufgabe, oder sagen wir mal, vielleicht überschätzen wir uns ja auch. Wobei, ich erlaube mir dahin, ihn zu weisen, dass ich bezweifle, dass eine Ameise im Murtertal oder auch in Winterthur irgendwie aufgrund dessen sagen kann oder spüren kann, wie das Wetter in den nächsten Wochen oder gar Monaten wird. Und zwar einfach deshalb, weil es gibt heute, weder im Murtertal noch in Winterthur, gibt es kein Luftmolekül, das in irgendeiner Weise eine Information in sich hätte, was jetzt in der Zukunft passiert. Es gibt auch keine Ansammlung von Luftmolekülen, die diese Information tragen würden. Und es gibt sogar auch keine Wettervergangenheit, die irgendeiner Weise aussagen würde, was die Zukunft bringt. Auch wenn ganz viele Bauernregeln darauf sich abstützen. Weil jetzt im Moment wird überall gibt's wieder neue Impulse. Wir haben jetzt das Wetter hier und derweil wird nicht nur da, sondern auf dem ganzen Globus in allen Atmosphärenschichten komplett neu gemischt. Und das, was jetzt als Zustand global betrachtet wird, verändert sich ja auch wieder laufend über die Zeit. Und trotzdem versucht man, dieses System zu verstehen. Aber eben, die Ameise kann noch so dicke Oberschenkel haben, wie sie will. Ich glaube, da hat sie keine Chance. Wir haben also im Prinzip Energie in der Atmosphäre, die natürlich auch zu Kämpfen führt zwischen verschiedenen energetischen Zuständen von Luftmassen etc. Und da haben wir beispielsweise eben diese Jetstreams, die Rossbywellen, eben diese Ausbuchtungen nach Norden und nach Süden, wo dann Kaltluft kommt etc. Wir haben Hebung, in irgendeiner Weise dynamische Hebung, wir haben thermische Hebung, wir haben Subsidenz, Absinken. Und das alles wirkt sich natürlich dann wieder aus in der gesamten Schicht der Atmosphäre. Mal steigt der Druck, mal sinkt der Druck, mal gibt es Wolken, mal lösen sich die wieder auf und so weiter und so fort. Und daraus resultieren dann eigentlich so typische Wetterlagen im Alpenraum, wie man sie hierzulande so benamst. Habt eine kleine Auswahl, je nach Position von Jetstream, von Rossbywellen, von der Höhenströmung eben. Und deshalb blicken wir auch sehr schnell primär mal auf das 500 Hektopascal Niveau, bilden sich unten dann entsprechende Drucksysteme. Und das haben natürlich unsere Altvorderen schon bemerkt, dass bei gewissen Situationen, sie haben sich zum Teil vor allem auf den Wind bezogen, gewisse, sagen wir mal, Gefahren auf uns zukommen. Beispielsweise, wenn das Hochdruckgebiet nördlich von uns ist, sind wir in der Biesenlage, hatten wir immer wieder mal jetzt, auch in diesem Winter. Und da ist natürlich das Problem, wenn im Frühling dann nochmal so ein Kaltluftausbruch kommt, wenn es dann aufklart, es muss nicht Vollmond sein, sondern einfach klar, und dann eben die Bäume bereits etwas treiben, heutzutage eben sowieso verfrühter als noch früher, dann haben wir die Gefahr vom Erfrieren. Hochdrucklagen, nein, zuerst die Südwestlagen, trickige, wirklich trickige Wetterlagen, weil sie die Gefahr von Starkhagel, Sturmböen und so weiter mit sich bringen. Auch die waren eigentlich bekannt, wenn der Wind aus Südwest kommt. Man wusste, ups, da kann es ziemlich abgehen und Sie mögen sich vielleicht noch erinnern an diese Gewitterzelle, die da Zürich heimgesucht hat vor drei Jahren. Und Zürich Nord und unglaubliche Stürme gebracht hat oder eben der gesamte Sommer, der ja damals ziemlich verhagelt war. Typische Südwestlagen, die immer wieder entstanden sind. Hochdrucklagen beispielsweise vor allem eben problematisch, weil dann Kaltluftausbrüche westlich und östlich von uns passieren. Wir sind dann in einer Region, wo eher der Warmluft dominiert, aber die Fronten können nicht zu uns kommen. Es ist eine Art Omega-Form und deshalb spricht man dann bei solchen Wetterlagen von der Omega-Lage. Beständige Hochdrucklagen und die haben natürlich dann die Gefahr einerseits von grosser Hitze und andererseits natürlich auch für Trockenheit, weil unter Hochdrucklagen auch die Konvektion kaum richtig funktioniert und entsprechend kaum Niederschlag fällt. Und dann natürlich die Westwindlagen, die eben nicht nur viel Regen bringen, veränderliches Westwindwetter, wie man so sagt, sondern oftmals eben auch mit starken Stürmen begleitet sind. Und ich zeige Ihnen das einfach nur, damit Sie auch vielleicht sehen, gefährliche, alle Wetterlagen haben ihre Gefahren, haben natürlich auch ihre Vorzüge und Nachzüge. Und es gibt immer zu überlegen, wenn man aus einem Unwetter irgendwie eine Geschichte machen will zum Klimawandel, Sie haben das sicher auch gehört in einem der Vorträge,
Was hat jetzt der Klimawandel dazu beigetragen? Wie viel oder wie wenig? Und das ist äußerst komplex. Und deshalb gibt es ja nicht zuletzt, nebst der klassischen Klimaforschung, auch die sogenannte Attributionsforschung, die eben dann spezifische Wetterereignisse untersucht und versucht herauszufinden, was wäre gewesen, wenn jetzt der Klimawandel nicht stattfinden würde. Hätte das so oder anders passiert oder hätte es weniger oder vielleicht mehr Ereignisse in dieser Art gegeben? Das sind Fragen, die dann auch ihre gewisse Zeit brauchen und deshalb finde ich es von den Seiten Medien manchmal etwas, wie soll ich sagen, verwegen, wenn man dann sofort nach einem Unwetter sozusagen, tack, das ist der Klimawandel. Kann sein, muss aber nicht. Und vor allem muss nicht alleine. Aber wie gesagt, das ist ein anderes Thema. Eine Wetterlage möchte ich Ihnen noch vorstellen, die sogenannte 5B-Wetterlage. Der Name kommt eigentlich von Van Weber. Van Weber hat seinerzeit versucht, die typischen Zugbahnen von Tiefdrucksystemen über dem Kontinent etwas zu systematisieren. Und Sie sehen, die Zugbahnen können, die Tiefs können ganz verschiedene Wege einnehmen. Und er hat dann diese typischen oder diese bevorzugten Zugbahnen benamst mit 1a bis 5c. Und es gibt da eine Zugbahn 5b, die führt im Prinzip vom Golf von Genua über die Ostalpen hinweg nach Nordosteuropa. Und ich habe in einem alten Wetterbuch aus dem Jahre 1914 folgendes Zitat gefunden. Ich versuche das wiederzugeben. Sie, also die 5b-Zugbahn, ist die gefährlichste für die Bewohner der Alpen. Denn jedes Barometer Minimum, das diesen Weg nimmt, bringt große Regenmengen mit sich, die meist 3 bis 5 Tage anhalten. Alle Hochwasser in Süddeutschland, Österreich, Klammer, und die Schweiz, sind auf diese Tiefdruckwirbel zurückzuführen. Zeigt auch da wieder, es gibt nun mal einfach Wetterlagen, die sind unglaublich problematisch, aber mit der zusätzlichen Erwärmung, auch vom Mittelmeer, besteht natürlich zusätzlich die Gefahr, dass noch mehr Wasserdampf reingepumpt wird, was dann zusätzlich noch die ganze Niederschlagssituation weiter verstärkt. Das ein kurzer Zusammenhang. Was ich damit sagen will, wir sprechen eigentlich von typischen Wetterlagen, aber jede Wetterlage ist letztendlich immer ein Einzelfall. Und das ist ja das, was uns dann als Meteorologen wieder herausfordert. Wir erkennen Südwestlagen. Wir wissen, in einer Woche haben wir eine Südwestlage. Also das ist jetzt nicht eine Prognose, sondern einfach jetzt mal ein Beispiel. Und wir können daraus bereits mal abschätzen, je nach Temperatur, je nach Strömungssituation, was da ungefähr auf uns zukommen könnte. Ungefähr. Aber alle diese zusätzlichen, zum Teil kleinen oder gar kleinsten, wichtigen Einflussfaktoren können wir noch nicht im Detail herausholen. Und demzufolge wagen wir auch in der Regel noch nicht eine spezifische, konkrete Prognose. Aber ich möchte Ihnen einfach sagen, nochmals, jede Wetterlage ist anders. Wenn also jemand sagt, ja, typisch, oder? Wenn Sie wieder nicht sehen. Sie sind bei uns im Büro herzlich willkommen, wenn wieder mal so eine Situation kommt. Dazu kommt natürlich auch noch die Topografie. Die spielt ja auch eine wesentliche Rolle und beeinflusst natürlich das ganze System enorm. Also letztendlich ist das Wetter global, aber es äußert sich eben lokal und individuell. So, und jetzt können Sie kurz etwas zurücklehnen. Und ich möchte Ihnen einfach nochmals zeigen, anhand von Beispielen, Wetter ist im Prinzip nur umgesetzte, sichtbar gemachte, fühlbare, spürbare Energie. Und das äußert sich eben in dieser tollen Vielfalt an Wetter, wie wir es tagtäglich oder immer mal wieder erleben können. Und übrigens alle diese Bilder kommen von unseren Zuschauerinnen und Zuschauern. Und ich danke wirklich herzlich für diese Aufnahmen, die wir auch sehr gerne immer wieder in unseren Sendungen und Produkten zeigen. Und jetzt geht es also um die Prognose. Und die Idee dahinter ist eigentlich schon relativ alt. Und zwar stammt sie aus dem 18. Jahrhundert von Simon Laplace, der im Prinzip diese vage Idee hatte oder diese vage Vorstellung und gesagt hat, wer die Gegenwart in allen Details kennt, kann im Prinzip alles in die Zukunft berechnen. Also Voraussetzung ist, ich muss die Gegenwart exakt kennen.
oder umgesetzt auf die Metallurgie, im Prinzip müsste ich jedes einzelne Molekül jetzt im Moment messen können, positionieren können, Drehrichtung, Impuls, was auch immer. Und dann habe ich schon mal eine ganz wesentliche Voraussetzung, um in die Zukunft zu gehen. Die zweite Voraussetzung ist, ich muss natürlich wissen, wie die Physik funktioniert. Um dann mit Hilfe eben von diesen physikalischen Formeln und mit Hilfe der Mathematik aus dem Ist-Zustand von jedem einzelnen Molekül das Ganze in die Zukunft zu berechnen. Das ist die Idee der Meteorologie, der numerischen Wettervorhersage, wie da aufgezeichnet. Der erste, der das versucht hat, war Richardson. 1922 hat er das erste Mal versucht, ansatzweise mit einer eigentlich genialen Idee, indem er eben die Erde, einen Teil der Erde so in kleine Schachbrettmuster eingeteilt hat und für die Eckpunkte dann gerechnet hat, hat versucht, eine Prognose zu berechnen. Und zwar ging es um den Luftdruck, ich sage es mal etwas profan, vor seiner Haustür. Und zwar, gemäß der Überlieferung, wollte er eine 6-Stunden-Prognose machen, wie sich der Luftdruck vor seiner Haustür verhält. 1922. Er hatte damals natürlich Papier, Bleistift und einen Gummi, Rechenschieber. Aber er hatte noch eine gescheite Frau, die war Mathematikerin. Und man sagt, die beiden hätten damals für diese 6-Stunden-Prognose etwa 3 Monate gerechnet. Und man sagt auch, noch nie in der Geschichte der Menschheit gab es mit so viel Aufwand eine so große Fehlprognose, wie Richardson und seine Frau erzeugt haben. Komplett ist Krut rausgerechnet, aber der Ansatz war natürlich elementar und man hat auch erkannt, wir müssen messen. Und aus dem heraus wurde dann eigentlich das World Weather Watch, also im Prinzip eben das globale Messnetz, heutzutage unter der Obhut von der WMO, der Weltorganisation für Meteorologie, wird das koordiniert und wird das eben auch abgesprochen. Und deshalb traue ich mich auch immer wieder, wenn ich da irgendwie mal so vor Banker stehe, ich weiß nicht, ob es da drin hat, oder die sagen, ja, wir sind eben globalisiert, oder? Dann sage ich, wir Meteorologen sind schon lange globalisiert. Wir wissen, wie das funktioniert. Ohne diese Globalisierung ging es nämlich nicht. Zu Land, zu Wasser, in der Luft, selbstverständlich aus dem Weltraum, allen Orten kommen jetzt Daten. Und gerade aus dem Weltraum wurde natürlich in den letzten Jahrzehnten eine enorme Entwicklung gemacht. Und das gilt natürlich auch für die Rechenmethoden. Also man hat nicht mehr nur einen Bleistift und einen Gummi, sondern man hat wirklich auch Hochleistungsrechner. Und die wurden ja nicht zuletzt eigentlich primär für die Entwicklung bzw. für die Berechnung der Meteorologie entwickelt. Sie sehen hier John von Neumann, einer der Vorreiter eigentlich für die Computertechnologie von numerischen Wetterprognosen. Und das hat natürlich enorme Fortschritte gemacht in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten. Sie sehen hier eine Zwischenbilanz, wie zum Beispiel das Europäische Zentrum für Mittelfristvorhersage mit ihren Computern eben umgeht. Das sind riesige Dinger, unglaublich rechenintensiv. Und das Europäische Zentrum für Mittelfristvorhersage zeigt übrigens auch der Name. Es ist eine europäische Kooperation, die auch die Schweiz mitträgt, eben mit Meteo Schweiz zusammen. Und es ist das beste, also EZMW bietet das beste, weltweit beste Langfristmodell an oder Mittelfristmodell an, das es überhaupt gibt, also besser als die Amerikaner mit ihrem Global Forecasting System. Ist ein europäisches Produkt und die Schweiz ist mit dabei. Aber wir zahlen auch dafür. Wie funktioniert das? Die Welt, wie gesagt, wie damals bei Richardson eben vorgemacht, in quasi kleine Tütschli aufgebaut. Im dreidimensionalen System wird also ein Gitternetz sozusagen über den Globus bis in die obersten Atmosphärenschichten gespannt. Und dieses Gitternetz besteht aus Eckpunkten. Und diese Eckpunkte, die irgendwo im Raum stehen, sind dann eben diese Punkte, wo der Computer rechnen kann. Das heißt, zunächst muss er überhaupt wissen, was an diesen Eckpunkten los ist, wettermäßig. Der Ist-Zustand. Aber der wird ja irgendwo gemessen. Der ist ja nicht dort. Haben wir nicht unbedingt eine Ballonsonde oder ein Flugzeug. Also müssen wir aus all den Daten, die wir haben, muss zuerst mal für alle diese virtuellen Eckpunkte das Wetter
sozusagen bestimmt werden. Ein riesiger Prozess. Und das Ganze wird natürlich noch komplizierter, weil unten haben wir noch die Topografie, die ja auch möglichst abgebildet werden soll. Und zwar haben wir natürlich im Laufe der Jahre auch viel engere Maschen. Früher, als ich damals begonnen habe bei Meteo Schweiz, waren die Maschen weiter, ich weiß nicht, 100 mal 100 Kilometer oder etwas mehr sogar. Also die Schweiz hatte, wenn sie Glück hatte, einen solchen Gitterpunkt quasi. Das Engadin gab es nicht, das war ich auch nicht. Das wurde irgendwie. Und ich sage manchmal, wenn ich mit dem heutigen Wissen wieder zurückgebeamt würde und nochmals als Meteorologe arbeiten müsste, ich glaube, ich würde mich nicht getrauen. Aber damals hat es nichts anderes gegeben, oder? Und was diese Modelle dann bieten, ist im Prinzip eine aufbereitete Darstellung des mutmaßlichen zukünftigen Zustandes des Systems Erde-Atmosphäre in allen drei Dimensionen, natürlich in eine Zeitserie. Und wir Meteorologinnen und Meteorologen schauen uns dann diese Karten an und versuchen eben dann daraus abzuleiten, was heißt das bezüglich Großwetterlage in Europa, was heißt das bezüglich Wetter in der Schweiz, Alpen-Nordseite, Winterthur. So funktioniert im Prinzip eigentlich dieses System und zwar immer in allen drei Dimensionen, respektive natürlich auch mit der Zeit. Und heute haben wir sehr feinmaschige Models für die Region Schweiz mit bis zu einem Kilometer Maschenweite. Also Sie können sich vorstellen, da kommt wahnsinnig viel Information mit. Das Problem ist einfach, bei feinmaschigeren Maschenweiten werden die Prognosen detaillierter, aber auch die Fehlprognosen werden detaillierter. Das ist eben etwas Problem. Grundsätzlich aber muss man auch sagen, Moment, wir haben noch gewisse Probleme bei der Erfassung des Wetters. Wir haben noch ganz viele Lücken. Und wir haben Probleme bei der Berechnung des Wetters. Da haben wir auch noch viele Unsicherheiten. Und diese Lücken müssen wir irgendwie versuchen zu schließen, respektive mit diesen Lücken müssen wir versuchen zu leben. Weil das gibt natürlich Fehler in den Prognosen. Und deshalb gibt es zwei Möglichkeiten im Prinzip, dass ich sage als Meteorologe, in unserem Team, wir schauen nicht nur ein Modell an, es gibt ja verschiedene Modelle, die rechnen zu verschiedenen Zeiten, zeigen ungefähr, wo es hingehen könnte. Wir erhalten also eine gewisse Ahnung, was passieren könnte. Da gibt es bessere Modelle, schlechtere Modelle. Wir schauen das an und diskutieren miteinander, auf welches Modell oder auf welche Modellgruppe wir setzen. Und daraus wird dann eigentlich letztendlich der Kurs des Wetters bestimmt. Heutzutage gibt es aber natürlich, dank den leistungsfähigen Computern, die Möglichkeit, dass man mit einem Modell das Wetter für die nächsten, sagen wir mal, 30 Tage berechnen kann. Und das macht man auch. In der Kürze kann man das machen. Derart gut sind diese Modelle, diese Leistungen der Computer. Aber man rechnet natürlich nicht gleich, sondern man sagt, okay, wir haben ja Fehler in verschiedenen Arten. Wir bauen demzufolge ins Modell bei jedem neuen Lauf einen plausiblen Fehler ein. Und gucken, was dann die Physik daraus macht. Und somit erhalten wir sozusagen eine Bandbreite dessen, was das Wetter unter Umständen einnehmen könnte. Und Sie sehen hier eine Prognose, gestern gerechnet für gestern, für heute. Und Sie sehen, diese verschiedenen Berechnungen sind mehr oder weniger alle ziemlich eng beieinander. Das sind also die Wetterlagen, wo ich aufs Dach stehe, Ihnen tief in die Augen schaue und sage, morgen wird es zunächst nach einer kalten Nacht sonnig und es ist gute Fernsicht in den Bergen. Viel Vergnügen. Ich sage es überzeugt. Ich sage es überzeugend, weil ich überzeugt bin und ich hoffe, Sie glauben mir. Und wenn man jetzt sagt, gut, wir können ja weiter schauen. Jetzt kommen wir auf den nächsten Freitag und wir sehen, hoppla, da ist noch nicht ganz klar. Möglicherweise kommt ein neues Hoch. Ist es schon da? Hat es bereits die Luft abtrocknen können oder ist es erst noch im Begriff? Oder haben wir sogar noch eher eine Nordwestströmung, wo eben noch Feuchtigkeit zu uns geführt wird? Ist noch etwas unsicher. Also stehe ich aufs Dach, schaue Ihnen tief in die Augen und sage, und übrigens für den nächsten Freitag, noch etwas unsicher. Wahrscheinlich wird es im Laufe des Tages, je länger, je sonniger, letzte Wolkenreste an den Ostalpen. Aber wissen Sie was, schauen Sie doch morgen nochmals bei uns vorbei. Die Unsicherheit ist da und wir versuchen, und das ist unsere Aufgabe, Ihnen diese Unsicherheit auch mitzuteilen. Und wenn Sie jetzt sagen, wir Herr Reschle, ich habe eine super Wetter-App, die macht 16 Tage im Voraus für Winterthur alle Stunden eine tolle Prognose. Eine amerikanische App. Kann man machen. Da
das, was Herr Eschli auf seiner App hat, ist die rote Kurve. Könnte eintreten. Aber die Wahrscheinlichkeit ist derart gering, dass ich Ihnen eben sage, bitte, keine solche Wetter-App. Schauen Sie bei uns. Wir hören nach 7 Tagen auf, weil wir einfach sagen, weiter bringt nichts. Weiter bringt nichts, oder? Es sei denn, man kann die Unsicherheiten quantifizieren. Nun gut, das war also im Prinzip jetzt eine Situation, wie sie im Moment noch läuft. Wir haben also einen Vorlauf des Modells von gestern. Wir haben heute die Observationen, die Beobachtungen. Daraus wird eine neue quasi, ein neues Modell oder eine neue Lösung erzeugt. Und die gilt dann als Ausgangslage für die Berechnung nach physikalischen Prozessen für die Zukunft. Das kann man einmal machen oder man kann es eben mehrmals machen mit gewissen Änderungen an den Anfangsbedingungen. Und so erhalten wir dann die Prognose für die Zukunft. Das ist also eine Berechnung der physikalischen Prozesse in der Atmosphäre. Und heute kommt jetzt noch was Neues dazu, nämlich die künstliche Intelligenz. Und ich sage das jetzt wirklich plakativ, das dürfen Sie mich nicht ganz ernst nehmen, weil es ist etwas komplexer, aber trotzdem, es ist eigentlich nicht eine Modellierung oder Berechnung der physikalischen Prozesse, sondern es ist eine Berechnung in die Zukunft mittels gescheiter dynamischer multipler Regression, also im Prinzip mit Hilfe von Datenmaterial, das dann sozusagen eingebaut wird aus der Vergangenheit. Ein rein statistisches Verfahren, und zwar kann man doch auf eine relativ lange Zeitreihe zurückblicken. Und interessant ist, wenn ich das richtig begriffen habe, da wird eben nichts berechnet im Sinne von Wetter, sondern da wird einfach mal eine zum Beispiel die Temperatur genommen und dann wird geschaut, wir haben diesen Ausgangszustand, jetzt schauen wir mal, was hat das vergangene Wetter da draus gemacht, aha, tack, gibt neuen Ausgangszustand und so geht das im Prinzip weiter. Und dann kommt meinetwegen der Wind und so weiter. Also es ist ziemlich undurchschaubar und trotzdem scheint eben das die Zukunft zu sein. Problem, die Statistik heißt auch immer, dass etwas geglättet wird. Also Extreme damit abzufangen, ist etwas schwieriger, als wenn man mit normalen numerischen Modellen arbeitet. Andererseits ist natürlich das Ganze viel billiger, weil es eben weniger rechenintensiv ist und sehr schnell ist. Und ich denke, da wird in den nächsten Jahrzehnten oder Jahren vielleicht schon noch zusätzlich viel, viel mehr hineinkommen. Also da gibt es eine Revolution. Da bin ich überzeugt. Eine Revolution gab es ja auch überhaupt, nicht nur in der Meteorologie, aber auch in der Meteorologie. Sie sehen hier einen Arbeitsplatz, wie er bei uns heute sich präsentiert. Und wenn ich da ein paar Jahre zurückgehe, sehen Sie, wie das früher ausgesehen hat. Und für die Jüngeren unter Ihnen, es gab schon mal Büros ohne PC. Der Vorteil, wenn man ins Büro kam, konnte man gleich beginnen zu arbeiten. Das können wir heute nicht mehr. Gut, also das war bei Meteo Schweiz übrigens. Und was wichtig war, ein großes Telefon. Man kam sich grausam wichtig vor, gell Alex? Das war also etwas über die Wissenschaftlichkeit. Ich überlasse es Ihnen zu entscheiden, ob wir hier erfüllt haben oder nicht. Gehen wir zur Aufbereitung und Kommunikation. Wie gesagt, für morgen haben wir das Wetter meistens recht gut im Griff. Deshalb machen wir auch relativ klare Prognosen. In der Regel 3 Bilder. 8, 12, 18 Uhr, wo wir genau zeigen, wo wir was erwarten. So, dass Sie das wirklich punktuell lokalisieren können. Hinten hinaus bringt es das nicht mehr, weil da haben wir Unsicherheiten, aber wir können zumindest noch sagen, was wir wissen und versuchen das natürlich dann mit eben einer anderen, etwas anderen Optik darzustellen. Und zwar deshalb, damit Sie nicht auf die Idee kommen, wie Herr Eschli irgendwie für Winterthur punktgenau, weiß Gott, weit in die Zukunft das anzuschauen. Bringt nichts. Und das versuchen wir eben mit einer anderen Darstellung, Ihnen etwas zu zeigen, beziehungsweise Ihnen sogar die Möglichkeit zu nehmen, das zu versuchen. Aber wir haben natürlich weitere Informationen, die wir gerne in den Meteosendungen Ihnen auch überbringen. Und das beispielsweise vom Dach. Oder? Und da meine ich eben Sandra als Nicht-Meteorologin, aber sehr routinierte Moderatorin und vor allem eine sehr wertvolle Redakteurin, die eben ganz viele Informationen zu uns bringt, ins Team hineinbringt, die wir unglaublich gern auch wieder weiter verwerten. Und seinerzeit habe ich mal gesagt, glaube ich, war die Glückspost, dass eine reine Moderatorin, oder? Sandra ist die letzte ihrer Art bei uns. Sie hat es mir dann etwas übel genommen,
Aber ich habe dann mich korrigiert und gesagt, und ich hoffe, sie bleibt noch sehr lange bei uns. Wir haben also ganz verschiedene Arten, wie wir Wetter versuchen zu transportieren. Es gibt rund 200 Handmade-Produkte pro Tag. X-Tausend sind automatisiert. Wir machen Beiträge, schreiben, moderieren und so weiter und so fort. Und wie gesagt, wir wissen, wir müssen uns irgendwie entscheiden, wie wir das machen. Und diese Entscheidung machen wir mal und dann wird geschaut, wie reagiert das Publikum, gibt Feedback, wir haben vielleicht die Möglichkeit, etwas aufzunehmen, wieder zu verbessern und so weiter und so fort. Es ist ein dynamischer Prozess. Und deshalb bitte ich Sie, wenn Sie die Möglichkeit erkennen, dass man noch gewisse Sachen optimieren, verbessern kann, melden Sie sich bei uns. Wir nehmen das wirklich ernst, weil wir sind ja für Sie da. Und wir versuchen Ihnen eben möglichst etwas zu bieten, das auch Ihnen gefällt. Aber denken Sie gleichzeitig dran, trotz allem, es muss mehrheitsfähig sein. Es muss die Mehrheit ansprechen. Und das ist eben immer schwierig, weil wir wissen eigentlich selber nicht so genau, was die Mehrheit will. Oder? Und das ist ein Teil der gesamten Aufträge. Wir haben heute beim Nachtessen viel darüber gesprochen. Gewisse Leute, Herr Häschli, ich nehme Sie etwas in Schutz, hat gesagt, er habe die Meteo Schweiz App. Ja, das war auch nachgefügt, auch unsere. Aber wir wissen zum Beispiel, Meteo Schweiz App, die ist kompliziert und sieht deshalb sehr vertrauenserweckend aus. Ich behaupte aber, ein kleiner Teil des Publikums geht wirklich und kann genau sagen, was auf diesen Grafiken alles zu finden ist. Wir bei uns versuchen das zu reduzieren, stehen auch etwas unter dem Zwang des medialen Drucks, so nach dem Motto, möglichst einfach, nicht zu kompliziert. Verstehen Sie? Und dann versuchen die Meteorologen zu sagen, aber Moment, wir möchten das auch noch und das möchten wir auch noch und dann verwerfen da die Verantwortlichen von der Grafik die Hände und sagen, von was spricht ihr? Wir verstehen es ja nicht mal. Das sind die Auseinandersetzungen, die wir haben. Und natürlich immer im Sinne, ist es wirklich das, was das Publikum will oder eben nicht. Und hier deshalb quasi überlasse ich es Ihnen zu entscheiden, ob wir da auf Kurs sind oder nicht. Und wenn nicht, wie gesagt, bitte melden Sie uns. Melden Sie sich. Und jetzt noch zur Qualitätsbeurteilung. Und da mache ich nicht irgendwie eine Statistik, sondern ich lasse das Publikum sprechen, weil das ist ja das Feedback, das wir erhalten und das sind so typische Mails, die kommen. Sie können das sicher lesen und wenn so ein Mail kommt, dann sagen wir uns zuerst mal, cool, der hat uns geschrieben, eine Frage, der steht, glaube ich, dafür, dass wir das können, nämlich antworten. Wir verstehen offenbar in seinen Augen unser Handwerk. Also eine Art positives Signal, weil wenig Leute schreiben, wow, ihr wart jetzt wieder gut. Es gibt es zwar, aber nicht so viel. Item. Solche Fachfragen kommen nebst den Bildern sehr häufig. Und wir versuchen natürlich, alle diese Fragen zu beantworten. Zwar ist die Frage manchmal zwei Zeilen lang und die Antwort ein halbes Buch, weil es etwas komplizierter ist. Aber auch hier versuchen wir natürlich dann etwas aufs, sagen wir mal, aufs Wesentliche uns zu beschränken. Und jetzt stellen Sie sich vor, Sandra Bohner ist ja immer auch mit einem Meteorologen oder einem Meteorologen zusammen. Die arbeiten also in der Regel von 10 Uhr morgens bis 10 Uhr abends. Das sind also üblicherweise 12-Stunden-Tage. Weil sie machen eine Mittagssendung, eine Frühabendsendung, eine Abendsendung und dann noch 10 vor 10 als Aufzeichnung wohlverstanden, kurz nach 9. Und zwischendurch werden noch andere Produkte gemacht, werden aber auch Radiointerviews gemacht, etc. Jedenfalls, Sandra Bohner arbeitet, ist an ihrer Geschichte, versucht jetzt diese Sendung aufzugleisen mit einer zusätzlichen, vielleicht noch speziellen Information, Zusatzinformation, etc. Ist also wirklich voll drin und geht dann aufs Dach, überlegt sich noch, wie sie das bringen soll. Wir können nichts ablesen, wir machen nichts auswendig, wir sind spontan, wir kommen aufs Dach live und reden sozusagen einfach von der Leber weg. Manchmal kommen Ideen auf dem Weg aufs Dach, dass ich irgendwie sage, oh, eigentlich könnte ich noch so beginnen oder ich könnte so abschließen. Und vielleicht kommt es auch kurz, wirklich kurz vor der Sendung. Jedenfalls eine tolle Prognose, qualitativ hochstehend, moderatorisch hochstehend. Sandra kommt runter, ist zufrieden mit sich selbst und kommt dann ein Feedback. Unter dieser Voraussetzung möchte ich Ihnen einfach fragen, wo passiert jetzt die Show? Passiert die auf dem Dach bei uns oder passiert die bei Ihnen zu Hause? Aber jedenfalls,
Es ist verständlich. Das ist halt so. Das ist Teil dieses Jobs. Aber das heißt auch, wir müssen immer wieder aufpassen, dass wir eben sozusagen nicht so stark nach den Sternen greifen. Komplizierte Erklärungen, allzu komplizierte Erklärungen, die vielleicht hier in diesem Kreis problemlos verstanden werden, haben einfach in einem solchen großen Medium wenig Platz. Wenig Platz. Sie haben Platz, sie sollen Platz haben, aber nicht immer. Und wir rühmen uns zumindest, auch heute noch, eine der meistgesehenen, wenn nicht die meistgesehene Sendung zu sein. Und ich behaupte, niemand, der am Abend um 8 Uhr einschaltet auf Meteo, weiß nicht, wie das Wetter morgen wird. Und trotzdem schauen Sie. Und das finde ich toll. Danke vielmals. Jedenfalls, und nicht alle Mails sind natürlich dann wirklich sehr, wie soll ich sagen, sehr lustig. Das gehört auch zum Business. Und das kann unter Umständen ziemlich hart sein. Vor allem für junge Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, gell Simon? Wenn man das Gefühl hat, man hat jetzt wirklich voll Power engagiert, möchte jetzt da Gas geben und dann gefällt irgendjemandem einfach deine Nase oder deine Art nicht etc. Kennen Sie vielleicht auch. Und deshalb zum Schluss anhand von Herrn Stalder. Herr Stalder hat geschrieben, weil er möglicherweise verärgert ist über die Prognose. Die war vielleicht falsch oder nicht ganz korrekt. Er geht grundsätzlich davon aus, beim Wetter muss jede Prognose bei jeder Wetterlage für jeden Zeitraum immer 100% richtig sein. Ich habe Ihnen gezeigt, wo das Problem liegt. Ich habe Ihnen auch gezeigt, dass die Entwicklung enorm war in den vergangenen. Ich kann das wirklich nachvollziehen. Gell, Alex, wir haben sozusagen eine Extrementwicklung durchgemacht in der Meteorologie. Aber gleichzeitig sind natürlich Ihre Erwartungen gestiegen. Und da gibt es immer einen Gap zwischen dem, was geliefert werden kann und dem, was Sie erwarten. Aber bleiben Sie bei hohen Erwartungen, weil das spornt uns an. Der Herr Stalder sagt vielleicht, man kann das, aber die hier von SRF Meteo können das nicht. Ich hoffe, ich konnte Ihnen zeigen, dass wir selbstverständlich auch vollkommen nach State of the Art arbeiten, wie sich das gehört. Wir sind auch in Kontakt mit anderen Wetterbüros aus dem Ausland und wir sind wirklich in einer sehr guten Position. Wenn andere Wetterbüros sagen, wir schauen euch immer, dann ist das ein gutes Zeichen. Herr Stalder hat uns vielleicht einfach geschrieben, weil er frustriert ist über das Wetter. Also nicht über die Prognose, sondern über das Wetter. Das gibt's auch. Wenn im Sommer nach einer langen Regenphase nicht Ende Juni spätestens der Sommer kommt, werden die Leute unleidig und beginnen Mails zu schreiben. Und die werden dann mit der Zeit je länger, je schärfer. Herr Stalder äußert sich zur Moderation, Aspekte der Vermittlungsart, wie gesagt. Wir sind dran, immer wieder zu hören, was können wir, wenn Sie neue Devices haben, wenn neue Technologien sind, ist für uns natürlich eine klare Pflicht, zu versuchen, auch über dieses neue Device, Gerät oder was auch immer, auch wieder Wetter in irgendeine Form zu bringen, so dass Sie auch da mit diesem Gerät irgendwas halten können. Und wenn ihr mich kritisiert, ist es ein gutes Recht, das wissen wir auch alle, nicht immer gefällen, manchmal stimmt die Chemie einfach nicht. Und deshalb haben wir ein breites Team im Radio, im Fernsehen, überhaupt in der Redaktion mit sehr unterschiedlichen Charakteren und Leuten. Und ich kann Ihnen sagen, ich bin stolz darauf, dass ich ein wirklich tolles Team haben darf. Engagiert, initiativ und vor allem Fan von Wetter. Und deshalb, wenn irgendwie wettermäßig etwas sich anbahnt, ich sage Ihnen, selbst diejenigen, die in der Freizeit sind und sogar in den Ferien, melden sich und sagen, ich könnte vielleicht noch etwas helfen. Soll ich noch das übernehmen? Soll ich das übernehmen? Und das nenne ich Teamgeist und den haben wir in unserem Team. Und somit noch zu kurz zum Schluss da von Kollegen vom Muttertal. Das ist nicht mehr aktuell, aber das Bild. Aber ich möchte einfach sagen, auch die haben eben einen gewissen Bereich, den sie abdecken. Und zwar ist es das Mystische, das Archaische, dass wir alle irgendwie auch noch mit dem Wetter verbinden. Das ist vielleicht nicht so unsere Angelegenheit, aber die dürfen das. Und machen das. Und machen das ja auch einigermaßen erfolgreich. Und zwar so erfolgreich, dass ich auch im Verein der Muttertaler Wetterschmöcker bin, allerdings als Passivmitglied, das macht also keine Wetterprognosen, zahle einfach jedes Jahr 10 Franken Sympathiebeitrag. Und im Übrigen haben wir keinen Groll, weil wir machen Prognosen von heute bis zum siebten Tag. Dann gibt es eine lange Pause
Und dann übernehmen die Muttertaler und machen noch für den Rest vom Jahr. Also die Geschäftsfelder sind sozusagen völlig geteilt und demzufolge sind wir auch keine Konkurrenten. So, ich habe viel gesprochen, aber im Prinzip reduziert das Ganze wieder auf die Komplexität des Wetters und eben deshalb, John von Neumann sagte mal, die Meteorologie behandelt das zweitkomplizierteste aller Systeme, denn das komplizierteste ist wohl im menschlichen Verhalten zu sehen. Da meine ich nicht Sie, sondern alle anderen. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Lieber Herr Bucherli, vielen, vielen Dank für diesen spannenden und sehr unterhaltsam vorgebrachten Vortrag. Darf ich trotz der guten Stimmung auf die dunkle Seite wechseln? Vor einem halben Jahr, im letzten August, wurden Sie von der Weltwoche heftigst attackiert, weil Sie falsche Temperaturen vorhergesagt haben. Man warf Ihnen nicht einfach handwerkliches Unvermögen vor, was ja im Wissenschaftsbetrieb üblich und fair ist, sondern man warf Ihnen vor, politisch zu manipulieren. Wie gingen Sie, gehen Sie mit so etwas um? Ja, ich glaube, man hat mir angesehen, als ich dann letztendlich doch noch Stellung genommen habe in einer Meteosendung. Und zwar habe ich das nicht wegen der Weltwoche gemacht, weil die Weltwoche hat schon eine Vorgeschichte. Derselbe Journalist hat ein Jahr vorher ein SRF-Bashing gemacht, wie das ja üblicherweise so passiert. Und unter anderem dann eben auch SRF Meteo attackiert, und zwar mit einem Satz. Und SRF Meteo, 16 Leute für 3 Minuten Sendung. Und das hat mich damals enorm schockiert. Ich habe den angerufen und gesagt, geht's eigentlich noch? Normalerweise könnten Sie ja vielleicht mal anrufen, schauen Sie auf unsere Homepage, was wir alles machen etc. Ja, Herr Buchli, erklären Sie es mir. Da dachte ich, was ist denn das für einer? Und es ging darum, was soll ich da machen? Und ich habe mir lange überlegt und habe dann gesagt, so, jetzt verlange ich, dass ich nicht eine Gegendarstellung mache, sondern einen redaktionellen Beitrag, wie die Situation eigentlich genau ist. Und dann, ein Jahr später, Telefon in den Ferien oder mit diesem Vorwurf. Und ich muss Ihnen ganz offen sagen, ich habe mir gesagt, und ich habe es ihm auch gesagt, ich habe gesagt, Sie schreiben ja sowieso, was Sie wollen. Ich habe ihm einen kleinen Exkurs geschickt. Und das Blöde war noch, ich war vor einem Jahr in Sardinien in den Ferien. Und wir sind da etwas rumgereist mit dem ganzen Gepäck. Ich hatte meinen Laptop bei mir und der hat dann Geist aufgegeben, weil er überhitzt war. Habe ich mir das zweite Mal gesagt, ich nehme ihn nicht mehr mit. Ich hatte nur mein Handy und das war eine ziemliche Reduktion gegenüber. Jedenfalls habe ich dem das geschrieben und habe dann gesagt, ich habe meine fachliche und meine menschliche Schuldigkeit getan. Voilà. Und der Artikel wäre für mich eigentlich gegessen gewesen, wenn nicht die anderen Medien oder ein Teil der anderen Medien auch aufgesprungen wären. Und das hat mich dann dazu genötigt, eben Stellung nehmen zu müssen. Und ich bin nach wie vor, also es hat mich, das kannst du bestätigen, es hat mich, dass uns jemand vorwirft, wir würden Prognosen beschönigen oder irgendwie bewusst verändern. Ich meine, das ist ungeheuerlich und ich stehe noch dazu. Also die Frage lautet im Prinzip, warum? Und dann sage ich Ihnen eben darum. Das ist jetzt die große Frage eben. Das sind ja eben in der Regel, also wenn, es ist nicht ganz so, aber im Prinzip haben Sie recht, wenn wir mal Hochdrucklagen haben, dann geht es dann relativ rassig hoch mit den Temperaturen. Das sind, wie gesagt, die Omega-Lagen, die natürlich bevorzugt diese Hitze unterstützen. Das ist ja dann ein Zusatz. Oder es gibt im Prinzip verschiedene Prozesse, die damit wirken. Einerseits ist ja die Atmosphäre wärmer als eben früher gewesen ist. Und dieser Trend hält an. Da müssen wir gar nicht drüber diskutieren. Das heißt, wir haben durch das Absinken in einem Hoch, die Luft sinkt ja ab in einem Hoch, oder? Deshalb drückt es aufs Barometer und der Druck steigt, weil oben her Luft herangeschaufelt wird. Und durchs Absinken kommt die Luft in immer dichtere Umgebung und dafür entsprechend erwärmt sie sich. Wird also immer wärmer, wenn sie nach unten kommt. Haben wir also möglicherweise bereits eine erste Komponente, grundsätzlich etwas wärmere Luft als früher, die eben durch das Absinken erwärmt wird. Dann kommt natürlich dazu, dass die Sommer nachweislich trockener werden. Und das bedeutet, dass, also nicht alle natürlich, aber wenn man das so über die langjährige Statistik anschaut, das heißt, wenn natürlich dann so Hochdrucklagen sind und wir vielleicht ohnehin etwas knapp an Niederschlag waren, sind die Böden relativ bald
recht trocken. Das heißt, wir haben nichts mehr zum Verdunsten. Und Verdunsten benötigt ja Wärme. Das heißt, der Verdunstungsprozess würde sozusagen die Luft wieder abkühlen. Wenn aber keine Feuchtigkeit da ist, fällt diese Wärme auch noch. Kommt diese Wärme eben zusätzlich dazu. Und dann kann es vielleicht noch sein, dass Advektion kommt, also dass irgendwie dann noch etwas Südwestwind von der Küste Afrikas und so weiter. Das sind verschiedene Prozesse und deshalb, man kann im Moment kann die Klimatologie noch nichts Konkretes aussagen über die Veränderung der Wetterlagen beziehungsweise Jetstream, Mäandrierungen etc. aufgrund des Klimawandels. Sie sind dran, aber im Moment gibt es noch keine wirklich verbindliche, robuste Antwort darauf. Und deshalb kann ich Ihnen die Frage nicht beantworten, warum so lang anhaltend und immer wieder hoch, was nicht ganz zutrifft, eben 2021 war dann ziemlich nass, ein ziemlich nasser Sommer. Aber wenn es dann mal alles stimmt, ist eben das Risiko, dass es wärmer wird, heutzutage deutlich höher. Also zunächst herzlichen Dank für die Blumen. Das mit der KI ist in der Tat durchaus ein Potenzial, das selbst wir im Moment, glaube ich, niemand noch richtig abschätzen kann. Und das haben wir heute auch beim Nachtessen noch diskutiert. Eben die Frage, werden dadurch eben Meteorologen mal grundsätzlich arbeitslos? Ich würde jetzt mal sagen, noch nicht sofort, weil das Vertrauen in KI ist ja noch nicht so hoch, dass man da, sage jetzt mal, eine Nestle würde austauschen gegen einen KI. Da ist man lieber noch, möchte noch die, ich weiß nicht, ob Sie das noch kennen, wenn ich jeweils, ich sage ab und zu so in Vorträgen, ich mache die Neunerprobe und dann schaue mich alle mit großen Augen an. Aber Sie wissen vielleicht, das ist bei uns, unser Publikum macht wie die Neunerprobe und schaut noch Meteo, ob sozusagen die Prognose stimmt, die Sie bereits gehört haben. Und so haben wir auch die Möglichkeit, natürlich noch zusätzliche Informationen, Einschätzungen und Szenarien etc. zu machen, ob das eine KI in dieser Art machen könnte oder quasi machen will, ist dann wieder eine andere Frage. Ich würde jetzt mal sagen, wir geben uns noch, sagen wir mal, wenn wir pensioniert, in etwa. Und dann können wir wieder darüber sprechen. Ja, es ist in der Tat, ich meine, das wissen wir, es ist jetzt groß geschrieben, wir wissen nicht, was auf uns zukommt. Aber ich bin überzeugt, und das habe ich auch versucht zu betonen, in der Meteorologie wird es eine Revolution geben. Da bin ich, und zwar eben auch, wie du sagst, korrekt in der Kommunikation, auf jeden Fall auch. Ja, herzlichen Dank. Und übrigens nur zu sagen, die Geschichte, die Alex erzählt hat, hat mir dann von der Personalstelle einen Rüffel eingefahren, weil sie konnten das nicht abrechnen und ich habe gegen den Gaffer gestoßen und so weiter und so fort. Also ich habe nicht mal eine Schocke erhalten, aber das ist mir wurscht. Also ich würde sagen, das ist wahrscheinlich so das Frankophone. Weil wenn Sie über die Grenze gehen nach Frankreich, ist es etwas vergleichbar mit dem, wie die Westschweizer Kolleginnen und Kollegen moderieren. Ich glaube, das ist eine Kulturfrage etwas. Ob jetzt unser Konzept, ich sage es mal, das etwas despektierte, welchen auch gefallen würde, kann ich nicht beurteilen. Ich weiß, dass ganz viele aus der Westschweiz sehr gerne bei uns reinschauen. Vielleicht gibt es auch solche, die eben lieber in die Westschweiz schauen. Wir kriegen übrigens auch ganz viele, wir kriegen immer mal wieder Anfragen. In Deutschland können die das in einer halben Minute. Wieso braucht ihr dazu 3 Minuten? Dann sage ich mir einfach, schaut euch mal eine deutsche Wetterprognose im ARD an. Sowas von lieblos, sowas von despektierlich gegenüber dem Wetter, sowas von Nicht-Ignoranz gegenüber den heutigen prognostischen Möglichkeiten, ich finde es eigentlich eine Katastrophe. Immer genauer. Aber es bleibt immer eine Näherung. Im Prinzip. Also ich glaube, es gibt keine geschlossene Lösung für dieses Problem, sondern einfach Näherung, wie Thomas sagt. Wir sind dran. Es gibt eine Sache, die ist zu diskutieren. Ich spreche jetzt hier beispielsweise von der Niederschlagsanimation bei Meteo Schweiz. Meteo Schweiz, machen wir ja auch, ist mal die Vergangenheit bis jetzt. Und dann kommt ja das Modell.
und rechnet in die Zukunft. Und da gibt's eigentlich einen Sprung. Das Modell beginnt nie dort, wo wir jetzt sind. Und mit der Schweiz macht einen fiesen Trick, und zwar so eine Art Morphing, wo dann sozusagen diese Lücke zwischen jetzt und zwischen quasi Modellbeginn, wo ein Sprung wäre, schließt mit einem ganz smoothen, da werden einfach ein paar Schauerzellen verschwinden, andere entstehen und dann sieht das wunderbar smooth aus und das wirkt vertrauenserweckend. Ist aber unter Umständen komplett falsch. Wir haben da etwas mehr Transparenz, wir machen einfach, es hört auf und das andere beginnt. Deshalb haben wir auch zwei verschiedene Plattformen quasi. Also zwei, wir haben eine Stunde und wir haben, länger raus, 48 Stunden, danke. Und da ist eben die Frage, Sie müssen einfach daran denken, also Rebel, das ist in der Tat ein außerordentlich sensibler Geselle, der manchmal starr und blödsinnig da hockt und keinen Wank macht, obwohl eigentlich alle, wie soll ich sagen, Prozesse in der unteren Schicht der Atmosphäre dafür sprechen würden, dass er aufgelöst wird. Wie beispielsweise, wann war es jetzt? Am letzten Samstag. Mein Gott, war ich hässig. Und andererseits sagen wir, ja, es gibt ja kaum Veränderungen im Grund, die irgendwie dafür sprechen würden, dass da dem Nebel etwas angetan wird und dann tuck, ist er weg. Das sind Grundschichtprobleme. Und das ist ein Grundschichtproblem, ist auch, sind im Prinzip auch Schauer, obwohl die in die höheren Schichten gehen. Unten drin haben wir noch so viele Unsicherheiten, Vegetation, Topographie, kleine Topographie und so weiter, ganz viele Einflüsse, die eben in den untersten Schichten, obwohl wir ja da, weiß auch nicht, mehrere so Schichten haben, oben werden die Schichten auseinander. Da wird noch gearbeitet. Meteo Schweiz hat aber, glaube ich, ziemlich ein Modell entwickelt, das den Nebel relativ gut im Griff hat, aber nur den Nebel. Das ist dann ein System, das nur den Nebel im Griff hat. Und das gilt es eben etwas zu machen. Aber ich verstehe, was Sie meinen und wir haben dafür andere Kompetenzen. Also wir haben im Prinzip ja auch eigentlich in unseren Sendungen diese Möglichkeit. Es soll einfach nicht überborden. Also wenn irgendwie mal wirklich etwas Spannendes passiert, ich glaube, dann nehmen wir die Gelegenheit gerne wahr, beispielsweise am Radio mit einem Moderator zusammen diesem Phänomen etwas auf den Grund zu gehen, auch aus fachlicher Sicht, oder eben in der Sendung mal etwas zu zeigen. Aber wir müssen einfach davon ausgehen, dass eben ein Großteil des Publikums vielleicht das gar nicht so genau wissen will. Und deshalb sollten wir nicht überborden. Es gibt vielleicht, wenn wir in eine News-Sendung eingeladen werden, erlaube ich mir manchmal schon, Vollgas zu geben. Weil der andere getraut sich dann nicht irgendwie zu intervenieren. Und dann darf man das mal zeigen. Aber wie gesagt, das ist ja auch eine unserer Aufgaben. Ich möchte einfach zeigen, ich habe das heute kurz erwähnt, als ich bei Meteo Schweiz damals erstmals eben in Auftrag gestellt wurde, diese Meteo-Sendung zu moderieren, hatte ich natürlich vorgängige Ausbildung, mediale Ausbildung auch. Die SRF-Leute sagten, wie eine Wetterprognose lauten soll, im Radio und Fernsehen, wie man das macht und so weiter. Das war in der Ausbildung. Und habe das dann aufgesogen, gelernt und habe dann versucht eben so quasi, es gibt den Begriff KISS, K-I-S-S, keep it, was heißt short and simple. Also halt es kurz und einfach, oder? Und ich habe dann dort natürlich auch gewisse Sachen erklärt, aber eben kiesmäßig. Und ich bin am nächsten Tag mit der Schweiz gekommen und dachte, ich habe eine gute Sendung gemacht, jetzt kommen die sicher und sagen, toll gemacht. Da kamen eben die etwas älteren, gewichtigeren Kollegen und sagen, Thomas, so kann man das nicht sagen. Das stimmt nicht so. Das ist viel komplizierter. Also ich wurde quasi von diesen richtig zu Rahmen gepfiffen. Und das zeigt mir eben, oder? Es ist schwierig. Es ist wirklich schwierig. Und das ist die große Herausforderung. Und ich meine, wenn uns jemand kritisiert, ja, es gibt bestimmte Gründe, wo man uns absolut kritisieren kann. Bei anderen Dingen muss man immer daran denken, wir haben auch eine Verpflichtung gegenüber des großen Publikums und die müssen wir auch wahrnehmen. Es sind zwei völlige andere Arten. Wir haben das ist jetzt ganz schwierig, weil das ist sehr komplex, das sogenannte, auch statistisch
auch lernfähig, weil immer jedes Jahr kommen neue Daten dazu, sogenannte Model Output Statistics, MOS-Daten. Die sind mal primär dort, wo man Stationen hat, die langjährige Messungen haben. Da kann man ja eben diese Vergleiche machen, wie eben das KI eigentlich auch macht. Jetzt haben wir ein sogenanntes IMOS entwickelt, das eine Interpolation macht, die auch lernfähig ist für diejenigen Punkte, die eben keine Wetterstation direkt bei sich haben. Das sind ja die meisten Orte und Berge und so weiter. Und da nimmt man eben diese umgebenden Stationen plus noch andere Parameter und gleicht das dann auch statistisch an. Also man versucht auf die Dauer die Fehler beim Niederschlag, bei der Temperatur, beim Wind und so weiter immer mehr zu minimieren, basierend auf der Erfahrung. Also das ist eigentlich eine statistische Sache. Und deshalb haben wir bis zu 28.000 Punkte in der Schweiz, die wir abdecken können mit diesem Verfahren. IMOS, kombiniert auf MOS. Im Ausland haben wir aber eine andere, weil da ist eben die Problematik, dass die Datenverfügbarkeit, wenn man global etwas macht, relativ schwierig ist. Und deshalb machen wir sogenannte Direct Model Output. Also wir nehmen das Modell und haben ja die Gitterpunkte und kommen dann vom Modell her, das sagt so und so viel, und dann wird runtergerechnet auf den Ort. Und dort ist eben der Fehler passiert, an der Küste, weil durch die normalerweise muss man ja dann eben mit dem statistischen Verfahren noch korrigierend einwirken. Und da wurde ein Zuschlag eingebaut bei grosser Trockenheit und hohem Sonnenstand und wolkenlosem Himmel für eine zusätzliche, man sagt, die supradiabatische Erwärmung. Der Erdboden wird wärmer als eigentlich üblich. Und dieser Zuschlag wurde eben dann auch an die Küstenregionen so gemacht. Allerdings sind ja die durch die Küsten Winde und so weiter in der Regel dann eher etwas kühler. Und das hat dann eben dazu geführt, dass dann dort die Temperaturen überschossen haben. Es hat wirklich nur Küstengebiete betroffen. Das sind zwei unterschiedliche Verfahren, Direct Model Output, direkt vom Modell, oder MOS-Verfahren über Statistik. Die Schweiz ist genauer. Also eines kann ich Ihnen sagen, Landwirte sind unsere liebsten Kunden, weil eben die ein ziemlich guter Bezug ist zwischen dem, was in der Natur läuft und der Erfahrung mit den Wetterprognosen. Und andererseits, ich muss ganz offen gestehen, als am Anfang quasi die Auflage kam vom Haus, wir müssen eine Wetter-App machen, habe ich mich geweigert zuerst. Gesagt, ich weiß nicht, ob das gut ist. Für eben auf dessen. Aber letztendlich konnte ich mich ja dem Zeitgeist nicht beugen. Überall sind dann Wetter-Apps entstanden und ich musste das auch machen. Und dann ging es darum, wie weit in die Zukunft. Und ich habe einfach gesagt, 7 Tage ist jetzt mal einfach das Maximum. Alles andere ist Humbug, oder? Also von dort her gesehen ist es natürlich schon eine Frage, wir können ja die Leute auch nicht zwingen, sozusagen ihre Gedanken zu machen. Und übrigens, meine Frau kommt jeweils und sagt, Moni, schön. Sage ich, lies doch mindestens die allgemeine Lage mal. Weil da zeigt sich irgendwie etwas mehr, oder? Und wenn sie sagt, ja, was meinst du? Sage ich, ich muss zuerst einen Computer anwerfen, ich muss das Modell sehen, ich kann das nicht auf der App entscheiden. Punkt. Wir sind immer froh, wir machen das im Team, wo irgendwelche Ideen kommen, und da muss letztendlich der Moderator, die Meteorologin entscheiden, will ich diese Frage stellen oder will ich nicht. Und ich gebe zu, ich habe dort den Drang, manchmal etwas akademisch zu sein. Was nicht immer gutiert wird von den Zuschauern. Herr Bucheli, nochmals vielen Dank für diesen Vortrag. Hat mir sehr Spaß gemacht. Merci vielmals. Das war's für heute. Ich danke Ihnen, dass Sie gekommen sind. Kommen Sie gut heim.